Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Herzlich willkommen, guten Abend, Auf ein Bier mit. Schön, dass wir bei Ihnen zu Hause sein dürfen. Schön, dass Sie bei uns sind hier in Finningen, im Hirsch, in Neu-Ulm. 2019 hat es nicht geklappt mit dem Handball-Weltmeistertitel für Deutschland. Aber 2007 und damals war er der Herr im Ring, der Spielmacher, The Brain. Markus Bauer, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, freut mich auch. Wir haben uns unter uns Profi-Handballern auf das Du geeinigt. Bei den Super-Pulli an. Also bei den Super-Pulli an. Er hat sich gerade über meinen Pulli lustig gemacht. Das können wir gleich noch aufklären. Habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, ich habe das nur wahrgenommen, dass das Thema war gerade. Das war gerade hier großes Thema. Sie dürfen gerne mailen, aber ich würde jetzt gerne über dich sprechen wollen. Okay, beziehungsweise auch nicht schlecht. Entweder wir reden über Handball-Weltmeisterschaft jetzt gerade eben oder erst über 2007. In welcher Reihenfolge hätten Sie es gerne? Ja, das Aktuelle zuerst. Das Aktuelle zuerst. Du warst ja auch ganz nah mit dabei für die Kollegen des ZDF. Hast kommentiert. Wie war diese Weltmeisterschaft für dich? Es war ein Riesenerlebnis. Zum einen die Seite der Medien kennenzulernen und auf der anderen Seite eben wieder diese vollen Hallen zu erleben. Köln, so quasi als Revival 2007, wieder diese Emotionen und die volle Halle mitzubekommen. Und aber auch das ganze Umfeld wieder wahrzunehmen, wie das Ganze gepusht wurde, wie die Leute hinter der Mannschaft standen, wie das Team unterstützt wurde und auch wie phasenweise die Leistung ja auch dementsprechend gut war. Wie nah warst bzw. bist du heute noch an der Handballnationalmannschaft dran? Das ist jetzt, kommt drauf an, wie nah ist. Also was kannst du aus der Kabine nach den Spielen erzählen? Also in die Kabine gehe ich nicht. Okay. Das würde bestimmt aber auch gehen. Das macht aber keinen Sinn, habe ich nichts verloren. Aber ich habe viele Spieler selber trainiert, habe sehr in Kontakt zu einigen oder zu vielen. Und man tauscht sich sehr eng aus, hat Kontakt vor, nach dem Spiel und weiß schon ein paar Sachen mehr als die vorm Fernseher sitzen. Was wusstest du mehr als wir? Ja. Also ja, es gibt so kleine Sachen, angeschlagene Spieler, die dann eben, wo ich wusste, dass die nur im Notfall spielen und dann haben sie eben nicht gespielt und alle haben sich gefragt, wenn er schon auf der Bank sitzt, warum spielt er nicht? Aber es war dann eher zum Schutz für das, was folgt und solche Kleinigkeiten, die weiß man dann eben. Als einer, der näher dran war und als einer, der eben auch solche Kleinigkeiten weiß, kannst du uns erklären, warum wir nicht Handball-Weltmeister geworden sind? Wir haben viel Zeit, gell? Wir haben viel Zeit, ja. Brauche ich aber nicht. Man muss ganz ehrlich sagen, die Dänen und die Norweger, die waren einfach einen Tick besser als wir. Das müssen wir eingestehen. Hat gefehlt bei uns? Die Norweger und die Dänen haben Spieler in ihren Reihen, die also am absoluten Weltniveau sind. Die geben das vor. Die haben Qualität in der Spitze, die wir nicht haben. Wir sind dafür ein bisschen breiter aufgestellt. Also wir haben viele ähnlich gute, also ich sag mal gleich gute Spieler auf jeder Position. Und das haben die Dänen und Norweger nicht in dieser Masse, aber die haben ein paar Ausreißer nach oben und die machen dann oft den Unterschied aus auf der absoluten Weltspitze. Was heißt das für die Zukunft? Das heißt, wir haben keine Chance, mehr Weltmeister zu werden? Nein, das heißt nicht. Wir arbeiten ja daran, dass wir wieder solche Spieler haben, beziehungsweise dass das Kollektiv an sich die hohe Basis ist, um dann eben auch dafür sorgen zu können, dass die sogenannten Weltklasse-Spieler der anderen auch mal ein bisschen gestört wird und eliminiert werden. Also eliminieren heißt vor Aufgaben gestellt werden, dass sie nicht jedes Mal ein Tor werfen. Wie schwierig ist es, so eine Niederlage
Erst recht bei einer WM, die in Teilen im eigenen Land stattfindet, wo plötzlich die Euphorie wieder so da ist, wie man das ja auch bei euch damals erlebt hat. Wie schwierig ist es, so eine Niederlage wegzustecken? Also man muss es ja mal so sehen, im Vorfeld war das gar kein Thema an sich, sowohl bei den Handball-Insidern als auch bei der Öffentlichkeit, dass wir Weltmeister werden. Also wir haben so ein sehr bescheidenes Turnier ein Jahr vorher gespielt. Bei der EM im grandiosen 9. Platz haben sie uns alle ausgelacht. Und insofern kann man ja nicht meinen, nur weil man jetzt zu Hause spielt, wird man auf einmal Weltmeister. Man hat schon gehofft, dass man ins Halbfinale kommt. Das haben wir auch erreicht. Nur da sind wir dann eben an zwei Mannschaften gekommen, die besser waren. Für mich das so ein bisschen Traurige ist, das Spiel um Platz 3 und 4 gegen Frankreich, weil da waren wir absolut in der Lage, das Spiel zu gewinnen und waren auch über, sage ich mal, 50 Minuten das bessere Team. Und da hätten wir dafür sorgen können, die Bronzemedaille zu gewinnen. Und das ist dann eben kein großer Sprung mehr. Also wenn man eine Medaille holt, da gehört man schon zur Weltspitze. Und wenn dann eben mal zwei ein bisschen besser sind im Turnier, dann kann man das auch akzeptieren. Aber so wie das passiert ist und wie das zustande kam, ist es schon ein bisschen traurig. Hätte nicht sein müssen. Das heißt nochmal die Frage, wie schwierig ist es, das zu verarbeiten? Ja, die trainieren jetzt heute wahrscheinlich schon wieder alle in ihren Vereinen. Also die haben gar keine Zeit, um zu lange traurig zu sein. Aber klar, man kriegt nicht viele Chancen, um auf Weltniveau Medaillen zu holen. Und dann ist man schon ein bisschen angekratzt, wenn das eben nicht so klappt, wie es hätte klappen können. Jetzt hatten wir, weil es ja beinahe geklappt hätte, hatten wir eine wahnsinnige Euphorie in Deutschland. Im Handball ja eher ungewöhnlich. Mhm. Wie kann man es denn jetzt schaffen, diese Euphorie, diese Begeisterung für den Sport auf dem Level zu halten? Ja, das Problem bei uns in Deutschland ist, dass es geht immer, um so eine Euphorie zu entfachen, braucht man die Nationalmannschaft. Also es reicht eben nicht frisch auf Göppingen oder der THW Kiel, weil im Norden interessiert Göppingen niemand, genauso wenig wie hier in der Region man nicht unbedingt Flensburg oder THW Kiel-Fan ist. Also, und dadurch ist es immer so regional bedingt. Also die Einschaltquoten werden nie über das ganze Land sich strecken, sondern es wird immer sukzessive, welches Spiel kommt heute gerade, haben wir mehr. Spielt aber die Nationalmannschaft und spielt sie gut, dann gucken eben so viel wie in keiner anderen Sportart außer Fußball. Also wir haben auch wieder über 10 Millionen Einschaltquote gehabt. Bei unserem Titel damals waren es, glaube ich, 20. Das kann nur der Fußball bieten, sonst niemand. Das heißt, für den Handballsport in den Städten, in den Regionen, wie kann man da jetzt dieses Feuer sozusagen noch mehr entfachen? Vielleicht ja, sogar? Ich glaube schon, dass jetzt durch diese Darstellung in der Öffentlichkeit, durch diese Emotionen auch viele Kids und Jugendliche mal den Handball probieren werden und auch in die Vereine gehen werden. Und jetzt ist man eben auch gefordert, dass man das abarbeiten kann. Also wir haben oft Hallenprobleme, haben nicht so viele Hallenzeiten und dann ist es ganz normal. Man möchte was Neues machen und versucht es einmal, wenn es dann heißt, du, wir sind zu viel, du kannst nicht kommen, dann vielleicht geht er noch mal ein zweites Mal hin. Wenn es dann auch nicht besser ist oder keinen Spaß macht, dann laufen sie wieder weg. Und das ist oft unser Problem. Fußballplätze oder Kicken kann man überall. Da läuft jeder hin. Wir haben da oft auch ein Trainerproblem. Bei uns ist auch noch so ein bisschen, man braucht die Väter und Opas, die Kinder bringen. Aber bei uns ist es auch noch so, dass man dann oft die Betreuer und Co-Trainer und manchmal sogar noch die Trainer als Väter hat und die vielleicht, die das gut machen und gut meinen, aber von der Ausbildung her eben nicht auf dem Niveau sind wie jetzt ein Übungsleiter. Ärgert dich das, dass Fußball da doch einen anderen Stellenwert, also ja auch finanziell, muss man ja auch klar sagen. Ein Fußballer verdient in Deutschland ganz anders als ein Handballer. Inwiefern ärgert dich das? Ist das so? mich ärgert das. Ich vermute ja. Ja, also mich ärgert das überhaupt nicht. Also ich habe mir den Sport ausgesucht, weil ich ihn lieb und gern habe und habe damals nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht mal Bundesligaspieler oder
Nationalspieler werde. Also ich, das ist ja auch was, wo man dahinter steht, und kein Kind der Welt macht es am Anfang, weil er auf ein Geld verdienen will. Oder klar, da träumt man davon, aber das ist ja nicht das ursprüngliche Ziel. Also insofern, mich ärgert es nicht. Ich finde es gigantisch, wie sowas sich entwickelt und wie die Medien und Fernsehen da so viel Geld reinputtert, dass eben auch die Spielergehälter dementsprechend nach oben schießen. So ist eben der Weg, wie sowas entsteht. Und da kann man weder den Spielern einen Vorwurf machen, noch ich bin traurig, dass ich eben die Sportart nicht gewählt habe. Das ist so, schaue auch gern Fußball. Und die Stadien sind genauso voll wie jetzt bei uns die Hallen. Es ist halt eine andere Liga. Wärst du auch ein guter Fußballer geworden? Ja. Warum hast du dich damals für Handball entschieden? Wenn meine Eltern beides Handballer waren und mein Papa es geschafft hat, bei so Wetter wie heute und Regen und kalt und Schnee, hat er mich immer zum Kicken geschickt. An den schönen Tagen, da war ich dann halt in der Halle, und irgendwann war es in der Halle halt immer die gleiche Temperatur. Naja, ich war wirklich in beiden sehr gut und habe aber im Handball immer einen Vorsprung gehabt. Also ich habe immer bei 2 Jahre Älteren gespielt und war bei denen auch immer noch einer der Besseren. Und insofern habe ich in dem Alter, als es darum geht, welche Auswahlmannschaften man wählt, habe ich eben schon als 12-Jähriger hier die südbadischen und baden-württembergische Auswahl gespielt. Und im Fußball ist das erste nachgekommen, und dann musste ich mich halt entscheiden. Und Dann habe ich Handball genommen, weil ich da schon gemerkt habe, dass es da in meinem Alter nicht so viele gibt, die mithalten können. Und im Fußball waren das halt immer mehr schon. Ich bin bei uns im Team bekannt dafür, dass ich eine unfassbare Sportkompetenz habe. Und es lachen jetzt wieder nur Kollegen, das ist unfair. Wir können ja ein Quiz machen. Bitte nicht. Ich weiß zumindest, dass ihr mit den Händen spielt und die anderen mit dem Fuß. Okay. Das ist bei mir angekommen. Nee, aber tatsächlich ernst gemeint. Für wen ist, also was zeichnet einen guten Handballjungen, ein gutes Handballmädchen aus? Also ich würde das jetzt noch nicht festmachen, ob der jetzt ein guter Handballjunge oder... Also Talent, natürlich, ein gewisses Talent braucht man. Und der Handball ist ein Tick schwieriger von der Umsetzung als Fußball. Warum? Weil der ganze Bewegungsablauf über das Wurfverhalten erst so mit 8, 9 so richtig funktioniert. Also man sieht ja Kleinkinder mit 3, 4, die gegen Ball kicken, ist kein Problem. Aber werfen den Ball ist für alle ein Problem. Das hat nichts damit zu tun, ob er jetzt Talent hat oder nicht Talent, sondern es geht um diese ganzheitliche Bewegung des Werfens. Ist ein Tick schwieriger als gegen Ball zu kicken. Ich kann es bis heute nicht. Ja, so ist es dann auch später. Es ist auch vom Erfolgserlebnis. Man muss als Kind mit 8, 9 einen Ball von 6 Meter Entfernung, wenn kein Abwehrspieler da steht, in ein Tor werfen. Da steht noch einer drin. Jetzt wird bei den Kleinen noch die Latte niedriger gemacht, damit die Chance des Haltens größer ist. Jetzt, man macht ja auch was, um Erfolgserlebnisse zu haben. Und wenn der eben nicht reingeht, 10-mal, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Beim Fußball ist Tor größer und kannst näher hin und irgendwann geht er dann rein. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Aber das Handball ist halt auch körperbetont da ein bisschen. Das muss einem liegen. Also nicht, wenn es jemand anders macht, macht man das. Es muss auch passen. Wenn du sagst, es ist ein bisschen körperbetonter, körperlicher, stimmt es, dass man sich da die ganze Zeit gegenseitig in die Brustwarzen zwickt? Während im Spiel? Ja. Habe ich jetzt noch. Also ich glaube, das lässt sich keiner gefallen. Ja, ich habe gehört, das machen die alle gegenseitig, um sich auszunocken sozusagen. Ach Gott. Stimmt das nicht? Gibt es andere Möglichkeiten zum Welche? Ausnocken? Also, die alle, ja, jetzt wollen wir es wissen. Ja, alle Brustwarze zwicken, was ist denn das? Also, ja, was macht ihr denn dann da? Ja, man berührt den irgendwo anders. Also man bekämpft den eben. Also es ist, also man muss sagen, alles im Handball sagt man so, unterhalb des Kinns und unterhalb der Hüfte ist verboten. Ja, aber hält sich keiner dran.
Doch. Doch. Also ein Gesichtstreffer wird ja bei uns auch sofort mit roter Karte, darfst du nicht mehr weiterspielen, bestraft. Also das macht auch wirklich keinen mehr. Das passiert mal, dann müssen sie raus. Aber in der Regel geht man dann auch hin, entschuldigt sich und man weiß auch, dass es keine Absicht ist, weil man will ja das Spiel zu Ende spielen. Aber alles, was dazwischen liegt, ist, ist frei und ist eben dann schlecht trainiert, wenn er Aua hat. Das heißt, das ist schon stellenweise ein brutaler Sport? Nein, ist es nicht. Nein. Also nein, man trainiert es auch und es wird nicht. Was trainiert nicht, man sich? Ja, man trainiert. Nein, das trainiert man nicht. Okay. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Also wirklich. Okay, ja. Sag ich deswegen so. Also, frage ich doch nach. Das ist ja hier investigativ. Ja. Also es wird natürlich der Body wird trainiert und die Kraft wird trainiert und insofern. Und es darf nicht mit der Faust geschlagen werden, also mit der flachen Hand darf man drücken, darf man schieben, darf man mal zusammenklatschen und dann tut es auch nicht weh. 2000, ich lasse es einfach so stehen. Ja, es ist so. 2007. Und jetzt schauen Sie mal dieses Funkeln in den Augen, wenn wir über 2007 sprechen. Und warum die Augen jetzt so funkeln, darüber reden wir gleich. Freue mich drauf. Bleiben Sie bei uns. Ihr Fahrspaß ist unsere Motivation. Autohaus Holz und Haller. Starke Neuwagen, attraktive Gebrauchtfahrzeuge, fachkompetente Beratung, erstklassiges Ersatzteil- und Zubehörsortiment und perfekter Service. Und dabei eines stets im Mittelpunkt: Ihr Fahrspaß. Autohaus Holz und Haller in Ulm-Leer. Ihr Service-Kompetenzcenter für BMW und Mini. Willkommen zurück, schön, dass Sie weiterhin bei uns sind. Auf ein Bier mit heute Abend bei regio.tv. Markus Bauer bei uns, 2007 als Spielmacher Handball-Weltmeister geworden. Wie fühlt sich das heute noch an, 12 Jahre später? Also immer, wenn man darüber redet, versetzt es einen guten Zustand. Jetzt natürlich durch die WM, die jetzt auch im eigenen Land war, vor einer Woche, ist es präsenter als sonst. Also man macht sich da nicht so viele Gedanken im Tagesablauf, aber immer wenn mal das Thema aufkommt, dann erinnert man sich sehr gerne dran und freut sich. Und es kommt eben nicht so oft vor, dass man sowas gewinnt. Ja. Hast du irgendwas zu Hause in der Wohnung hängen von dieser WM, das du jeden Tag anguckst und dich freust und das Trikot nochmal überstreifst? Gibt es irgend sowas bei dir zu Hause? Nee, also es gibt was in der Wohnung, aber das sehe ich nicht jeden Tag. Also was ist es? Nee, ich habe also alle meine Medaillen, die ich gewonnen habe mit der Nationalmannschaft und das Trikot dazu im Rahmen. Aber das ist so im Keller so ein Raum eingerichtet. Und da, also du hast es im Keller? Ja, der Keller ist jetzt nicht kein Keller, im Untergeschoss, okay? Also da kann man schön drin wohnen in dem Untergeschoss und ist schön an den Wänden dran und da kann man das sehen, aber ich bin nicht da, bin nicht jeden Tag da unten. Also insofern, wenn ich das sehen möchte, dann kann ich da runtergehen. Ist so wie so ein Fitnessraum Welche Bilder, wenn wir jetzt über diese WM 2007 sprechen, über euren gewonnenen Titel, welche Bilder kommen dir da als erste in den Kopf? Ah, ich habe da so ein paar. Also es hängt alles so mit den letzten 3 Tagen oder zusammen bei der WM. Ich habe das Halbfinale gegen Frankreich, habe ich 1-2 Bilder, als wir da am Schluss als Henning Fritz den Ball gehalten haben. Finaltag habe ich so 1-2 Bilder. Einmal haben wir, lustige Geschichte war, als wir so vor dem Finale, war alles ein bisschen angespannt. Wir saßen beim
beim Brunchen morgens und haben so aus dem Hotel rausgeguckt, war so eine riesen Glasfront und gegenüber hat so ein Geschäft das Schaufenster schön geschmückt mit Wintermärchen, lass es uns zu Ende bringen und irgend sowas. Und davor war ein Gehweg und dann liefen zwei von der Presse vorbei, die haben halt einen Spaziergang gemacht und haben dann gesehen, dass wir alle da drin saßen und haben dann uns angeguckt und haben schön gewunken. Und wir haben aber von der anderen Seite gesehen, dass der Laternenpfahl immer näher kam. Und haben zurückgewunken. Und dann hat es Batsch gemacht und dann war zumindest mal die Lockerheit dann wieder für kurze Zeit da. Laune war gut an dem Morgen. Ist bei mir so zum Beispiel drin, genauso wie nachher die Siegerehrung und die Feier in Köln. Das war schon eine tolle Sache. Wie sieht sowas aus nach so einem gewonnenen, ist ja nicht irgendein Spiel, sondern nach so einem gewonnenen Weltmeisterschaftsfinale, wie sieht sowas in der Kabine aus? Ja, da ist erstmal Freude natürlich und das Goldochsen wird durch die Gegend geschmissen und alles so, was halt was da ist. Also da ist erstmal, wird getanzt, gesungen, gemacht. Aber was man eben wissen muss, dass natürlich von anderer Seite alles schon organisiert ist, wo man hin muss und wann man dort sein muss. Und das Ziel der Mannschaft ist dann auf jeden Fall, den ersten Termin schon mal irgendwie nach hinten zu schieben, damit man einfach das auch mal ein bisschen genießen kann und unter sich bleiben kann und nicht schon wieder beim Bürgermeister in Köln stehen muss. Kommt da auch die Bundeskanzlerin in die Kabine? Oder? Nee, die war nicht da. Wieso nicht? Keine Ahnung. Gute Frage, ne? Ja, frag sie mal, wenn sie sie... wenn sie mal hier ist, dann genau, reden wir drüber. Beim nächsten Talk. Du bist mittlerweile nicht mehr selbst aktiv. Wie sieht dein Leben heute aus? Ich war bis letzten Frühjahr war ich Trainer, Bundesliga-Trainer. Also ich habe direkt nach meiner Spielerkarriere bin ich ins Trainerbusiness rein, habe da auch direkt Bundesliga trainiert, habe dann hier 4 Jahre beim Verband die Junioren trainiert. Zuletzt warst du in Stuttgart? Dann zuletzt in Stuttgart. Und jetzt habe ich mal so eine Phase, wo ich unbedingt was Neues machen wollte und nicht von diesem... Ein Trainer ist so ein bisschen was anderes als Spieler. Als Spieler gehst du ins Training und gehst in die Halle und spielst du. Und wenn du verlierst, verlierst du. Und wenn du gewinnst, ist es super, dann feierst du. Als Trainer sind da ein paar andere Mechanismen, die eine Rolle spielen. Und ich habe jetzt da die Stuttgart-Zeit eben Familie am Bodensee. Ich gependelt Stuttgart und da wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Und bin jetzt quasi für eine große Immobilienfirma mache ich so Projektentwicklung in Sachen Sport und Gesundheit. Und damit bin ich... Das heißt konkret? Konkret geht es um Sport- und Gesundheitskonzepte für zum Beispiel Kliniken, Burnout und Depressionen. Da geht es um ganzheitliche Gebäudeplanung, wo Sport auch eine Rolle spielt, etc. Und wenn du sagst, du hast es versucht, heißt das, es beendet? Nee. Nein, das läuft. Ich bin da dran. Also okay. Ich maß mir nicht an, am 30.06. irgendwo aufzuhören und am 1.07. zu sagen, hier bin ich, da kann ich. Also es ist ein anderes Metier, es ist ein anderer Bereich, er ist hochinteressant und ist eine Sache, wo man sich ja weiterentwickeln kann. Wie sehr fehlt dir Handball? Jetzt habe ich ja gerade 3 Wochen Handball am Stück gehabt. Also, aber in anderer Position. Ja, muss man ist ja anderer Position, aber der Blickwinkel von mir ist immer noch der Trainer-Blickwinkel und insofern habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt auch fast mittendrin bin wieder. Und das war schön, aber mir fehlt jetzt momentan nichts, dass ich jetzt meine, ich muss jetzt heute Abend in die Halle und muss jetzt die Jungs wieder trainieren. Und dass ich spiele, das ist vorbei, da bin ich lang weg. Fehlt dir auch nicht? Nee, fehlt mir nicht. Wir haben unsere alte Generation, oder wir werden da ja die goldene Generation genannt. Wir haben so eine All-Star-Mannschaft und da machen wir so 6 bis 10 Charity-Spiele für irgendwelche guten Sachen, sozialen Sachen, unterstützen noch den Joachim Deckarm,
weiterhin, der jetzt von den 78ern, die sind jetzt alle über 60, da will keiner mehr die spielen sehen. Und denen tut es auch weh, wenn sie spielen. Dann haben wir das jetzt übernommen. Dann sind die nicht austrainiert, wenn die Aua haben. Ja, genau. Sozusagen. Ab einem gewissen Alter kann man das Trainingspensum nicht mehr so abspulen, dass das hilft. Du wohnst am Bodensee. Ja. Wie oft wirst du denn darauf angesprochen, was ihr da 2007 geschafft habt? Ja, das ist kein Thema mehr? Doch. Nein, also ich bin da geboren und ich wohne jetzt seit über 10 Jahren dort wieder. Also ich bin da jetzt normal, laufe ich durch die Straßen, da fragt keiner. Im Sommer, wenn viele Touristen da sind, dann kann es passieren, aber ansonsten nicht. Was braucht denn der Sport, wenn wir mal so jetzt wirklich auf die Zukunft schauen, wir haben es ein bisschen schon angerissen, aber was braucht der Sport, um dann bei der nächsten Weltmeisterschaft vielleicht auch Medaillen mit nach Hause zu bringen? Also wir sind auf einem guten Weg. Die Zielsetzung des Verbandes war ja auch in Tokio 2020 eine Goldmedaille zu gewinnen. Also jetzt waren wir Vierter, jetzt ist im Januar nächsten Jahres ist die Europameisterschaft. Das ist wieder die Chance, A, sich für Olympia zu qualifizieren und B, eben auch da einen Sprung nach oben zu machen, vielleicht da schon eine Medaille zu holen. Bundestrainer? An Bord lassen? Ja, nein. Also da bin ich jetzt... Du bist selbst Trainer. Ja, das ist richtig. Ja, grundsätzlich, wenn man jedes Spiel, was man guckt, jedes Turnier, was man guckt. Wenn man da drin steckt, dann natürlich kann man sagen, da hätte ich das anders gemacht, da hätte ich das anders gemacht. Und so findet man immer was. Was hättest du denn anders gemacht? Das ist ja vorbei jetzt. Also jedes Spiel ist neu und jedes Turnier ist neu. Und man muss sagen, er hat sich für diesen Kader entschieden. Der Kader hat auch seine Aufgabe gut gemacht. Also die waren im Halbfinale, was bei einer WM, das ist alles richtig. Insofern, man analysiert die WMs oder EMs, die eben waren, und entscheidet dann. Und jetzt ist, glaube ich, mit dem Erfolg, vierter Platz oder Halbfinaleinzug, ist es kein Diskussionspunkt. Also, wäre das für dich ein Job, Bundestrainer? Ja, natürlich ist es ein interessanter und geiler Job, keine Frage. Und jetzt hoffen wir, dass sie ihre Ziele erreichen, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Sehen wir dich bei der Handball-Europameisterschaft wieder im Fernsehen kommentierend? Das hoffe ich. Also es kann gut sein. Es war jetzt so, dass die zum ersten Mal so eine neue Konstellation ausprobiert haben mit Experten und mit Co-Kommentatoren und aus dem Profibereich zu ihrem angestammten Moderatorenteam. Und es ist sehr gut angekommen. Also man hat gutes Feedback bekommen, man hat gute Einschaltquoten gehabt. Und wir werden jetzt sehen, was passiert. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, würde mich freuen. Und ich glaube, so gut ist man im ZDF an Handball-Experten nicht aufgestellt, dass man sagen kann, die braucht man nicht mehr. Also ich denke schon, dass das so weitergeht. Jetzt schließt sich der Kreis, weil wir eingangs schon drüber gesprochen hatten, über die andere Seite, über den berichtenden Teil sozusagen bei so einer Weltmeisterschaft. Was ist das, was dir daran Spaß gemacht hat, was dir daran gefallen hat? Ja, zum einen natürlich das Wissen und das Sehen an den Spielen zu transportieren. Dann auch mal den Gedankengang zu haben, ups, du sprichst da und das hören 10 Millionen. Musst du dir auch überlegen, was du da sagst. Also, das haben wir jeden Donnerstag, das Thema. Darum bist du ja auch so locker und so erfahren. Und insofern lernt man da eben auch dazu. Und dann natürlich auch, wie so ein ganzer Sendetag denn aussieht. Also man unterschätzt es, glaube ich, manchmal, was da die Moderatoren oder die Teams auch leisten und auch was dahinter, was nicht im Bild ist. Und das ist schon Chapeau. Tollen Job gemacht. Vielen Dank für diesen Einblick heute Abend. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn du Bundestrainer bist. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich, Markus Bauer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke an Sie und kommende Woche sehen wir uns wieder auf einem Bier mit.
Wolfgang Bosbach wird dann bei uns sein. Wolfgang Bosbach saß 23 Jahre im Deutschen Bundestag. Er ist nächste Woche mein Gast. Ich freue mich drauf und wünsche jetzt einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Von dir brauche ich noch ein Autogramm. Tschüss. Gerne. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.